Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Transatlantik 2014. Wir fahren der S-Bahn nach Altenhude mit der Baureihe 111 im alten S-Bahn Repaint. Und wir fahren am besten los. Ich muss mal was setzen. Logischerweise, ne? So, unser nächster Halt ist Kirchhudem. Und dann fahren wir nach Altenhudem. Und dann müssen wir die Gleis 4 bringen, ganz im Waggon. Und dann heißt es wieder rangieren, wie wir auch begonnen haben. Ob wir das schaffen, werdet ihr heute alles sehen. Das heißt, es wird keine Fortsetzung danach mehr geben. Die Folge endet dann wieder komplett. So, heute ist der Sonntagvormittag, 11 Uhr. Leider schon Sonntag. Das Wochenende war sehr schnell. Schreibt mir mal in den Kommentaren, was ihr so am Wochenende gemacht habt oder was ihr heute noch vorhabt. Und wie findet ihr Wochenende? Zu kurz, zu lang? Schreibt das mal in den Kommentaren. Wir sind eigentlich zu schnell. Schade, dass wir hier nicht so schnell fahren dürfen. Aber naja, was soll ich da machen? Was willst du machen? Was willst du machen? Ne? Ja, wer sich jetzt fragt, welche Strecke das ist, das ist Hagen-Siegen, das ist die Standardstrecke vom Trennsimulator 2014. Die Aufgabe geht maximal 55 Minuten oder auch länger. Kommt aber auf dem Spieler an, wie lahmarschig er ist. So ist es halt. So, vor uns kommt jetzt eine Baureihe 244 doppelt entgegen, einmal in so hellblau und dann einmal in rot. Auch sehr schön. Heißt Kirchhudem, danach kommt Altenhudem, dann heißt es wieder rangieren und dann haben wir es auch geschafft. Ja. Chef, glücklich sein, dass wir es gemacht haben. Wir nähern uns jetzt langsam auch am Ziel. Wir müssen
sagen. Das ist manchmal so ein Nachteil, wenn es bergab im Bahnhof kommt. Da ist das Bremsen besonders herausfordernd, weil du musst, glaube ich, berechnen, dass die Schwerkraft mit sich, dass es nach bergab geht. Und ja, da musst du besonders gut aufpassen, weil sonst bremst du dich. Da sind wir auch schon. Auf. Ja, das ist doch perfekt, oder? Das ist perfekt. So, falls sich jemand fragt, hört ihr das Hintergrund? Das ist manchmal da, aber das ist an der Strecke. Ich weiß nicht warum, wer weiß, wer es weiß, schreibt es mir bitte in den Kommentaren. Ich würde mich sehr darüber freuen. Falls sich jemand fragen sollte, wie sieht denn Gamer TV in Wirklichkeit aus? Ne? Viele machen ja ihre Livestreams und zeigen ja ihre Gesichter. Ne? Ich mach's nicht, ich zeig's euch jetzt. Da. Das bin ich. Die Lok geht in Altenhütte in die Wartung. Nachdem die Passagiere ausgestiegen sind, kuppeln sie die Waggons ab. Okay. Hier. So richtige. Komischer Typ bin ich. Jetzt wisst ihr es, ne? Auch schön. Da wird die Lok eingesetzt und danach sofort in die Wartung. Auch toll. Naja, egal. Wir haben was zu tun. Das heißt, wir müssen die Waggons abkoppeln. Dann müssen wir sie abstellen, abrüsten und dann kann sie zur Wartung. Gut, abrüsten brauchen wir bestimmt nicht, denn es wird bestimmt ein Kollege gleich übernehmen und bitte rück dann zur Wartung schicken, weil ich glaube nicht, dass wir erstmal hier auch eine Stunde Zeit nehmen. Ich glaube, Kaffeekränze veranstalten. Jetzt müssen wir die PCB-Wachsam-Taste aktivieren mit der Bild-Runter-Taste. Das heißt, auf uns erwartet eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich glaube 40. Ja, stopp. Ich würde jetzt mal schätzungsweise 40 sagen, aber ich weiß es jetzt auch wirklich nicht. Da mir wurde jetzt nichts angezeigt, wie schnell ich wandere. Also wird es ja 40 sein. Ja, es ist 40. 40. Ja, 40. 1000 Hertz leuchtet, hat sich erlöscht. Das werden wir jetzt am Hauptsignal sehen. Und drei gelbe Lichter, also das heißt 40. Wenn ihr sowas seht, immer 40. Dürft ihr nie vergessen. Ne? Und ich glaube, die PCB müsst ihr auch wachsam drücken. Ja. Genau. Und wenn die Stelle jetzt als 40 fahrt, dann kriegt ihr automatisch eine Zwangsbremsung. Ja. So clever ist diese Lok. Die PCB greift schon ein. Ohne die wäre
waren auch geschlossen. Sehr geehrte Fahrgäste, unser nächster Halt ist Aldemhudem. Diese S-Bahn endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Dieser Zug fährt heute nicht zurück aufgrund von Wartungsarbeiten der Lok. Die Deutsche Bahn wünscht Ihnen noch einen schönen Sonntagvormittag und freut sich, Sie jetzt Fahrgäste wieder begrüßen zu dürfen. Ja. Das war's auch von mir, ne? Also noch nicht ganz, ne? Wir müssen jetzt mal noch abkoppeln. Das wär's ja, ich schaue jetzt hier ab. Und wir lassen doch nie. Nee. Wir werden das schon. Okay, wir müssen abkoppeln, dann bestimmt praktisch zum Rangiers. Das ist der Freiburg-Vorfahren. Okay, das werden wir aber hinkriegen. Lock mich doch mal. S-Bahn-Geweih geschildert lassen. Ach, der Wurst. Oder was besonders? Ja, leer. Ja, leer geht auch. Ist besser. Steht ja auch nicht dran. So, wenn wir abbremsen. Weil die Leute nicht zu weit laufen lassen. Schön auf. Alles aussteigen. Das ist jetzt hier diese Prüfung, die PTB-Prüfung. Das heißt, im Grunde. Koppeln Sie jetzt die Waggons ab und ziehen vor bis Atmen laut Rangiers. Für das Rote holen Sie sich bitte die Freigabe mit der Tape. Eine Ersatzlok aus Finnetrop müsste jeden Augenblick eintreffen und fährt den Zug nach Siegen. Auch schön. So. Wir machen die Türen zu, denn die Fahrgäste dürfen nicht einsteigen. So fies bin ich. Werden jetzt diesen Zug abkoppeln. Wirst du sehen? Schön entfernt. Ach, ich liebe diesen Simulator. Ja. Und Bremse wir sind. Jetzt wird er wieder alleine gelassen. Noch ein Schlusshübchen. Ja. Drücken die Tape. Genehmigung zum Erfahren des Haltesignals erteilt. Und wir haben ein Rangier-Signal. Aber ich könnte wetten, wir müssen über Befehl 40, das drückt ihr an mit der Entferntaste. Ne? Ich würde sagen, mal einfach Entferntaste, also mit Befehl 40. Ich weiß es nicht. Hier steht übrigens die Ersatzlok. Nee, wir dürfen einfach so drüber fahren, oder? Drücken wir trotzdem. Nee, hat das so geklappt, also. Dumm von mir. Aber. Wir sind sicher gegangen. So, hier steht die Ersatzlok, unser Kollege. Sehr schön.
arbeitet und auch zum Ankoppeln. Guckt, ob der Ansatz in Ordnung ist. Okay, das hat gereicht. Mal Licht ausmachen. SIFA, PZ. Okay, dann brauchen wir es doch nicht. Ja, gut gemacht. Sie können frühstücken gehen. Ja, das finde ich aber sehr schön. Ja, es ist so ein paar Kinder, aber egal. Wir haben keine Betriebsfehler gemacht. Das sind alles. Also, wir haben alles perfekt geschafft, auf Deutsch gesagt. Ne? So, das war's mal wieder. Wenn ihr wollt, können wir auch ein Quick Drive machen. Müsst ihr einfach in den Kommentaren schreiben. Und zwar habe ich folgende Loks zur Auswahl. Ihr müsst irgendwo sagen, welche Strecke von wohin von wohin. Ach Quatsch. Ja, die FPS springen jetzt ein bisschen verrückt rum, das ist ganz normal. Quatsch, das schnelle Spiel. Ich habe nämlich folgende zur Auswahl. Wie ihr sehen könnt. Einmal Roller. Ganz so schön Taurus und der City Steuerwagen und so weiter und so weiter und so weiter. Keine habe ich nicht. Ja, wenn ihr eine schöne Lok gefunden habt oder einen Triebwagen oder sonst was, dann könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben und mit welcher Strecke ich fahren soll, mit welchem Wetter, mit welcher Jahreszeit und in welcher Uhrzeit, könnt ihr einfach in den Kommentaren schreiben. Jeder Wunsch wird natürlich entgegengenommen, nicht wie beim Fernsimulator von 2001. Nee, da werden wir auch sofort ein Quick Drive fahren, also ein schnelles Spiel. Da werden wir von den Ort zu den Ort fahren. Ich würde auch gerne reinschreiben, welche Station ich halten soll. Das kann ich alles gerne machen. Ihr müsst es nur einfach in den Kommentaren schreiben. Und ja, wenn jetzt mehrere Leute was verschiedene Wünsche haben, ist kein Problem. Die werden nacheinander abgeforscht, also praktisch abgearbeitet. Das heißt, ein Tag gibt es so, fahren wir nach da, nach da. Und der zweite, der was anderes geschrieben hat, kriegt dann auch sein, was er sehen möchte. Und der dritte natürlich auch. Das heißt, jeder, der einen Wunsch hat, dem wird es sofort erfüllt mit der nächsten Let's Play Train Simulator 2040 Folge. Und, ja. Einfach reinschreiben ist wirklich, ne? So, ich bedanke mich erstmal bei euch allen fürs Reinschalten. Und, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Freien Wochenende. Morgen geht leider wieder die Schule los oder die Arbeit und das ist scheiße. Aber egal. Aber morgen ist ja wieder Montag. Da wird es entweder Euro Truck Simulator 2 Let's Play geben oder den OMSI 2. Wenn bis dahin überhaupt der Patch rauskommt, ist der neue. Wenn nicht, dann Euro Truck Simulator 2. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich sage auf Wiedersehen und man sieht sich. Ciao.